Hallo, hallo. Während ich gerade ganz fleißig am Prokrastinieren bin, ich müsste eigentlich lernen und installiere nebenbei noch Windows XP, damit ich Max und Mario die Suche nach dem Gold, na Quatsch, Max und Mario die Suche nach dem Zauberstab spielen kann. Das habe ich nämlich wiedergefunden heute und es funktioniert einfach nicht auf dem Windows 7, weil ich 64-Bit habe. Und es will partout einfach nicht, egal wie oft ich Kompatibilitätsmodus mache. Dementsprechend, während ich nebenbei auch noch Antichamber spiele, hatte ich jetzt Bock mal wieder ein bisschen mein Hass-Let's Play zu spielen. Also, ich hasse es nicht, aber ich reg mich halt immer übel auf, weil es einfach ultra krass ist. So. Dann versuchen wir das nochmal. Ich habe die Steuerung schon wieder ganz vergessen. Ich glaube, man musste. Genau. Was total bescheuert ist, weil die Enter-Taste nun mal. Mit den Händen kommt das irgendwie nicht so hin. Naja. Womit? Ich habe schon wieder vergessen, womit man. Ah ja, die Tastenbelegung habe ich drauf. Man konnte doch irgendwie. Sag doch mal, wie war das denn? Man konnte doch mit irgendeinem. Ah, die, mit der. Ja, okay, cool. Soll die Tastenbelegung vielleicht mal umlegen? Noch ist keiner meiner Kiddies in der Nähe. Ich habe ein Leben, was schon mal ziemlich geil ist. So. Ah! Unten? Schnell, schnell, schnell! Schnell! Nein, nein! Nein! Schnell, schnell, schnell! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, war das scheiße! Hi. Warum ist da jetzt eine Fledermaus? Was zum Henker? Also wenn ich die Dinger fresse, habe ich für eine kurze Zeit mehr Sicht. Was ziemlich geil ist. Denn es ist schwierig, dieses Spiel zu spielen, wenn man nicht sieht. Ich glaube, hier rüber komme ich nicht, oder? Komme ich irgendwie. Ich glaube nicht. Kommen Punkte, wenn ich hochspringe. Das ist so. Oh, fuck. Ah, ich dachte, ich wäre jetzt tot. Das heißt, da unten gibt es auch noch was. Oh. Wow. Eine Fledermaus kommt innerhalb von so einem kurzen Abstand daher und genau die erwische ich natürlich. Ah. Ah. Rechts von mir ist irgendwo ein Kitty von mir. Irgendwo rechts. Unten. Ihr müsst das eigentlich auch hören, wenn ihr mit Kopfhörern mein Let's Play guckt, dann hört ihr das. So. In der Gelegenheit würde ich mich auch nochmal gerne bei meinem Kacklehrer beschweren, für den ich jetzt die Klausur schreiben muss, bei dem wir so sinnlose Sachen ausfindig lernen müssen. Ich meine, ich akzeptiere ja, dass man Klausuren schreibt, um an sich so den Stoff abzufragen, damit auch Leute mitmachen und so. Aber bei dem ist es wirklich so, dass wir Sachen einfach nur auswendig können müssen. Und auswendig lernen ist einfach so eine bescheuerte Sache. Es gibt Leute, die können das sehr gut. Wenn ich mich da hinsetze und das wirklich will, dann kann ich das auch. Also auswendig lernen an sich, ja. Das funktioniert. Nur, das ist halt nicht sinnvoll, weil dann hat man die Sachen ganz kurz auswendig gelernt. Und es bringt einem nicht so viel, aber man muss Sachen anwenden können. Man muss verstehen, warum Sachen so sind und diese Verknüpfung hinbekommen, rechts von mir. Und solange. Links von mir, also unten. Solange man das nicht hinbekommt, oder oben. Rechts. Solange das nicht funktioniert, hat man da eigentlich verloren. Da kann einem auch das beste Auswendiglernen nicht helfen. Im Endeffekt. Weil ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen auswendig lernen sollte. Ist weg. Kann ich auch genauso gut einfach googeln. Ich werde Informatiker, mache gerade meine Ausbildung dazu und angenommen, das sind wirklich Sachen, wo der Lehrer sagt, ja, das musst du wissen, dann sage ich einfach zu ihm, ja, okay, ich google das sowieso irgendwann. Oh, scheiße, 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 scheiße. Jetzt weiß ich zumindest, wo es war. Ich würde das dann eh googeln, früher oder später. Wenn ich das nicht weiß. Also ich muss prinzipiell, also es ist klar, man soll Sachen auch so wissen,
Also so Grundlagen, keine Ahnung. Aber ich muss doch keine Definitionen von tausend Sachen auswendig können. Einfach, die ich auch innerhalb von ein paar Sekunden einfach googeln könnte, das keine Zeit in Anspruch nimmt. Das ist doch echt bescheuert. Und ja. Also hier nochmal Dankeschön an meinen Lehrer, der auf solche Ideen kommt. Sehr nett von dir. Also von Ihnen. Oh, ich hasse es. Und ich kann mich heute den ganzen Tag nur aufregen. Ich bin heute den ganzen Tag auch schon angenervt, deswegen. Oh, wir sind ein bisschen hell. Wir haben irgendwas Cooles gemacht. Bleibt das jetzt so? Ich bin awesome. Nee, natürlich nicht. Und das ist echt doof, weil da geht einfach auch so viel Zeit bei drauf, indem man einfach nur so eine. So einen Unsinn lernt, sag ich mal. Also. Ja, naja, ich quatsche wieder zu viel über irgendwelche Sachen, die euch vielleicht nicht interessieren. Der ist doch irgendwo hier. Hi. Aufnahme weiter. Da ist mein Spiel gerade irgendwie spontan abgestürzt. Oh, jetzt bin ich auch abgestürzt. Nee, nicht mein Spiel, sondern ich habe im Hintergrund, ja, habe ich ja erzählt, Windows, das Windows wird ablaufen von XP. Man hat ja mit dem Windows 7, ich glaube ab Windows 7 diesen Virtualizer, mit dem man, sag mal schnell, mit dem man sich andere XP-Versionen auf dem PC ziehen kann. Also, ich hab Angst. So dass man halt Sachen, die zum Beispiel unter XP noch liefen. Ach, scheiße! Du wolltest mich doch verarschen. Huchelchen. Jetzt habe ich die Feststelltaste 3000 Mal gedrückt. Ich hab's gerade echt drauf. So. Und dann könnte ich halt, wie gesagt, Max und Mario Let's Playen, was ich auf jeden Fall vorhabe. Aber das geht halt echt nur, wenn ich mich darum kümmere, dass die Kompatibilität funktioniert, weil so geht's nicht. Er hat bestimmt meine Tastatur übel laut im Hintergrund. Ich kann nichts dafür, die ist halt mechanisch. Ich finde die auch ultra geil, nur so hört man die halt echt extrem. Und egal, was ich mache, ist halt so. Das ist auch irgendwo mein Kitty, also. Okay, die rennt im Kreis und die rennt oben rum. Das heißt, so bin ich sicher. Und ich soll auf die Feststelltaste drücken und ich drücke das wieder. Links. Ach du Scheiße. Vielleicht muss ich jetzt mit dem Powersprung da hoch. Also, wenn die jetzt da ist. Ach Gott, und das ist. Wow, wollt ihr mich verarschen? Ich raste aus. Das ist ja nicht mal ein richtiger Frosch. Also, der zählt nicht als Frosch scheinbar. Wie ätzend. Okay. Wo könnte denn noch einer sein? Das ist auf jeden Fall schon besser als sonst. Würde ich behaupten. Hier ist irgendwo nirgendwo eins von unseren Kiddies. Also hier links hatten wir ja eben mal eins gehört. Ich glaube, von da runterfallen dürfte man nicht. Ich glaube, dann stirbt man also links runter jetzt. Aber ich wette, da unten sind noch welche. Oh nein! So ein Kack. Okay. Aha. Ist hier vielleicht irgendwo eins? Nee. War da eins? Wir hüpfen mal ganz schnell, damit wir das. Wow, noch alles hinbekommen. Also, wir sind gerade hier hinten her. Oder wir folgen mal meine Fledermaus. Oh, wow. Friss.
Ist irgendwo eine. Wow, Spinne. Links irgendwo. Wow, Lava. Oh, fuck. Du blöde Scheißfledermaus, ne? Heilige.